Zum heutigen Test. Wir haben hier das Lollipop-Raketenset aus dem Aldi für 4,99 aus 2022. Ja, das war natürlich ein Must-Have-Kauf. Für 5 Euro so ein schönes Raketenset kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Es ist ein schönes Familienset, auch für 5 Euro kann eine normale Familie, die vielleicht kein Geld übrig hat für Silvester, für Feuerwerk, sich trotzdem noch für 5 Euro wenigstens so ein Raketenset holen. Ich finde es eine sehr schöne Sache. Deswegen auch 3-4 Mal mitgenommen. In dem Test geht es heute einzig und allein um die Raketen und zusätzlich die Feuervögel und die Rölis. Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein paar F1-Artikel noch mit rausnehmen, aber ich werde jetzt nicht alle F1-Artikel zünden. Die bleiben dann zu Hause. Ja. Und ansonsten, hier ist sehr viel drin in dem Set, ich muss es wirklich so sagen. Also das Jugendfeuerwerk an sich und diese Vögel haben alleine schon einen Wert ungefähr von 5 Euro. Und dazu habt ihr halt noch 6 Raketen. Silber-Flimmer-Effekt-Raketen müssten eigentlich Zerlegeraketen sein. Und deswegen denke ich mir, wir zünden mal diese Raketen weg und ein bisschen von dem, was drin ist. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Und schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr dieses Set gekauft habt oder ob ihr es kaufen würdet für 5 Euro. Denn ich muss sagen, es ist bis jetzt das bestsortierteste Set für 5 Euro, was es eigentlich auf dem Markt gibt. Bis gleich draußen zur Zündung. Hallo Freunde, es ist windig. Wir machen hier mit dem Lollipop weiter. Hier ist das Jugendfeuerwerk. Wir zünden einfach alles mal ein bisschen weg. Ich sage euch, was es ist und schmeiße es einfach hin, damit wir es wenigstens auch mal gesehen haben. Ne? Machen wir am hellen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe dafür. Und ja, so würde ich sagen, David kann ja die Colorsprüher schon mal anzünden und ein bisschen so eine Kamera halten. Hellen, ja? Ja, wie gesagt, ich brauche ja ein bisschen Zeit, um dies alles abzufilmen für Silvester. Und da habe ich natürlich dann nicht so viel Zeit. Ne? Deswegen müssen wir auch mal ein bisschen was im Hellen machen. Es ist Kinderfeuerwerk. Ich denke mal, viele zünden das trotzdem auch im Hellen. Weil es ja auch für die Kinder ist. Ich persönlich ja auch. So, ich habe hier diese Flitze. Diese 20 Stück. Ich zeige euch nochmal die Packung. Das waren hier diese Knatterflitze, 20 Mini-Blitze. Zünden wir einfach mal ein bisschen was. Oh ja, das ist genau der Balken, wie ich. Schmeiß es dahin. Ja, das wurde der Balken. Ne? Oh, sie knattern so ja mal. Sind okay, nichts Besonderes. David hat hier noch die verschiedensten Farben der Colorsprüher. Ja, genau, die sieht man gut. Vielleicht noch ein bisschen tiefer, ein bisschen näher. So, während die brennen, mache ich hier noch mal schon mal die dicken Brummo von Weco natürlich. Das hat irgendwie hinter mir geknallt, gecrackelt. Die dicken Brummo sehen anders aus. Schauen wir uns mal an. Was war das jetzt? Was sagen die dicken Brummer sind? Eigentlich ganz gut. Da quäckelt es ab und zu. Und was ist das? Und wie gesagt, das Lollipop halt für 5 Euro, da könnt ihr echt nichts verkehrt machen für so viel Kinderfeuerwerk. So, dann haben wir hier noch die Knatterbälle von Weco. Sieht aus, als ob du gerade 4 Zigaretten gleichzeitig haltest. So ganz lustig aus Holland. Ja, schöne Bunte. Also noch alle unterschiedlich abgebrannt. Das ist ja auch lustig. So, hier, um euch das mal zu zeigen, da ist ein Meteorit drin, aber der Meteorit hat keine Folie. Trotzdem gibt es Plastik. Ja, ich mache das mal Plastik mal kurz ab. Dadurch, dass wir hier schon aufgeräumt haben. Halbwegs muss das hier nicht rumliegen. Freunde, wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr das auch schon machen. Einfach das Plastik schon mal ab zu Hause. Könnt ihr die Umwelt ein bisschen schonen, schmeißt bei euch gleich im Müll. Und gut, so sehen die Teile aus, die da drin sind. Das sind Quickling-Presslinge, falls ihr das nicht wisst.
Aber ich denke mal, wer auf meinem Kanal ist, weiß sowas. Sieht man die noch? Nee. Okay. Da war Fail. Schmeiß mal dahin. Früher waren sie halt besser, das kam halt alles mit Schlag, da waren ja noch die Cracking Murmeln drin. Aber für heutige Verhältnisse, naja, kann man machen. So, haben wir hier die Silberwirbel, die da im Set drin sind. Ich kämpfe gerade mit Klebeband. So, ich finde die Silberwirbel sind so die Kreise, die sich wenigstens noch drehen. Sieht man die jetzt? Ja, aber sehr gut. Der riecht ja ab hier. So, dann haben wir hier noch die tolle Biene, sprich diese dicken Brummer nur in klein. Hätte ja nicht gedacht, dass ich mal auf meinem Kanal nochmal Kinderfeuerwerk abfilme. Aber nun ja. Nimm dir auch mal noch drei Stück, kannst du ja auch mitschmeißen. Am besten da, wo die dicken Brummer liegen, so sieht man es theoretisch. Ich weiß, der Balken ist, denke ich mal, ein bisschen nervig fürs Video, aber hier ist ein bisschen windgeschützter. Also, ne? Also, die sind halt ein bisschen kürzer, sind halt auch kleine Sachen. Eine ist sogar ausgegangen, habe ich gesehen. So, dann kommen wir hier zu den Pyro-Kreiseln. Da sind vier Stück von denen hier drin. Ja, ich bin mal gespannt. Das sind ja eigentlich in dem Sinne große Silberkreisel. Ich denke mal, diesen kleinen Leuchtaufstieg oder Auswurf haben sie nicht mehr in der Mitte. Dafür sind sie einfach zu klein. Was mache ich damit? Lege ich die hin? Ich lege die hin. Das war's. Okay. Kann ich sie ja doch schmeißeln. Ich dachte, die drehen sich mal wenigstens ein bisschen besser. Aber naja. Jawohl. Ja. Also wären alle so gewesen wie der letzte, wär's gut. So Freunde, dann sehen wir uns abends zu den Vögeln, den Röhlich und den Röhlich. Starten wir mal mit Nummer 1. War's auch schon. Und das letzte Röli. Damit wir das Set halbwegs komplett haben. Wie gesagt, die Vögel lasse ich raus. Ist einfach zu windig. So, wir testen jetzt noch die Raketen aus dem Lollipop. Haben wir eine Silberflimmer. Schöne Zerlegerraketen für so ein kleines Set. Dann mal die nächste hin. Der Wind ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen lassen wir die Sonnenvögel, die da drin sind, auch weg dieses Jahr. Ich muss sagen, für den Preis gute Raketen.
gut. Aber zwei Raketen haben wir noch. Es rieselt, es rieselt. So, und die letzte aus dem Set. Freunde, ich würde sagen, schönes Set, kann man sich echt holen für 5 Euro. Macht's gut, bis zum nächsten Video.